Aber wir haben es nochmal hingekriegt. Aber das war schon sehr giftig. So, wir werden hier die linke Seite nehmen. Ja, ich brauche mehr einfach. Hier unten brauchen wir auch noch einen. Nehmen wir hier nur einen zum Aktivieren. Diese Stoßweisen sind so grauslich, sonst geht's eh. So, Wave 66 immer. Mehr Spikes brauchen wir. Mal schauen, wie weit die gehen. Hier, okay. Wie weit geht der? So. Gut, dann können wir hier noch welche hin. Oder hier. Machen wir hier welche hin. Einmal die linke Seite hier noch. Keramik zum Stahlblunz, aber das geht so noch. So, den Hammer, jetzt müssen wir den hier nur fertig machen. Wave 70. Ich habe nur einen zum Aktivieren, das ist nur ein bisschen mager. Wave 71. Wollen wir aktivieren, das geht so auch. So, dann nehmen wir den noch zum Aktivieren hier. Als nächstes. Wave 73 haben wir. So, zweiten haben wir auch ready. Wave 74! Gleich kommt der dritte zum Aktivieren noch. Wave 75! Und Wave 76. So, das wird jetzt ein Problem. Mehr können wir da nicht machen und hoffen, dass wir das aufhalten. Ich lege schon mal nach und wir werden es nicht aufhalten. Nee, das geht definitiv nicht. Das geht einfach nicht ohne... Da haben wir uns überschätzt. Das geht einfach nicht ohne Plantage hier. Ist unmöglich. Ja, zumindest nicht mit nur Spike Factories. Müssen wir irgendwas anderes noch nehmen. Egal, es war ein Versuch. Hat Fun gemacht. Jetzt machen wir es anders. Ich werde es nochmal probieren ohne Plantage, aber mit anderen Towern. Nur Spike Factories geht einfach nicht wegen diesen scheiß Herzen. Oh, das habe ich vergessen. Hier einen Tower zu setzen. Ich drohte. Vergesse ich glatt einen Tower zu setzen. Was ist das denn? Das ist sehr schlau. Ich werde jetzt sogar nur eine Spike Factory nehmen und sonst einen anderen Tower. Mach mal was Neues sozusagen.
So, wie wacht haben wir hier schon wieder, Leute? So halbwegs zackig geht's. Wave 9. Oh, haut ganz gut hin. Und die 10er Wave. So, läuft. So, 1920 brauchen wir da. 11. So, geht's hier aus. Sehr schön. Das setzen wir hier hin. Ist in der Range. Jawohl. Wave 12. Und 13. Ich muss nur überlegen, welchen Tower wir gegen Stahlblons nur einsetzen. Vielleicht ein Glugunner wäre jetzt nicht die verkehrteste Lösung. Das machen wir auch gleich. Einen Glugunner. Das ist eine Idee. Wave 16 haben wir. Mal kurz Range gucken. Okay. So, dann nehmen wir den da. Ninja-Affen. Den setzen wir hier hin. Da müsste nur in der Range sein. Yep. Und schöne Upgrade. So, gegen Stahlblons haben wir eh was. Das passt. So, der haut jetzt wunderbar raus hier. Geben wir mehr Range auch noch gleich und das rechte auch. Ein bisschen früher das Upgrade hier nehmen. So, jetzt werden wir gleich wieder Stahlblons kommen. Aber beziehungsweise waren noch gar keine da. So, ich habe das übersehen. So, das hier. Wave 28. 29. 30. Nein, 31. Zweiunddreißig.
So, jetzt müssen wir das dringend upgraden. Zur Sicherheit einfach. 33 haben wir übrigens. Nächste Runde können wir uns das zweite Upgrade leisten. Nur zur Sicherheit einfach für die Stahlblunts, falls da doch mal was durchkommt. Hui, 35. Wave 36. Und 38 ist in the house. So, kriegt der Flächendamage. Wui 40. Und 41. Zack. Geh auf Max hier. So, jetzt schauen wir wegen der Range. Hier kann ich noch so einen hinstellen. Jawohl, da ist er nur in der Range. Da greift er auch darüber. Das ist sehr schön. Wave 43. 44. So, und jetzt sparen wir mal auf das hier. Die 12.000, das müsste jetzt so vorerst mal gehen. 46 haben wir. 47. 48. Interessant wird dann wieder 49. Aber sollte problemlos hinhauen. Und 49, da ist sie. So, das haben wir. Wave 50. 51. Ne, 50 nehmen wir noch. Okay. So, dann können wir... Ja, gehen wir gleich aufs Auge, ist am besten. Wave 51. 52. Läuft. Und 53. 54. So, jetzt haben wir das da gleich. Dann nehmen wir das hier. Der Klugheimer auch auf den geht. Also auf die Camouflags meine ich natürlich. Wave 56 ist es. 57. So. Dann werden wir das hier mal ausbauen ein bisschen. 58. Wenn wir da die linke Seite nehmen, das wird unsere Reserve sozusagen. So, dann ist der da dran. Wave 59.
Und Wave 60. So, dann werden wir da in die Mitte den fetten Superman gesetzen. Das erste Mal Range, damit er ein bisschen was angreifen kann. Wave 63. Power. Wave 64. Läuft. In die Mitte können wir zwei U-Boote. Schade da nicht. So, Wave 66, der kriegt auch wieder ein Upgrade. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!